In Marokko ist die Situation im mittlerweile achten Monat der Corona-Pandemie wirtschaftlich immer noch sehr stark von dieser beeinflusst. Die marokkanische Zentralbank, Bank al-Maghrib, rechnet mit einer Rezession von mehr als 6% in diesem Kalenderjahr, erwartet aber auch einen relativ schnellen Aufschwung im darauf folgenden Jahr 2021 von ca. 5%. Besonders betroffen sind natürlich die kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere der Tourismus und die damit verbundenen Dienstleistungen, Gaststätten und Gewerbe sowie der Handel. Die international aufgestellten Unternehmen, die deutschen Unternehmen und ihre Niederlassungen hier in Marokko kommen wieder recht gut in Tritt nach dieser Krise, am Ausgang der Krise. Sie sind eingebunden in die europäischen Wertschöpfungsketten und profitieren von einer gestiegenen Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, gerade auch im Automobilbereich, aber auch in der chemischen Industrie und der Elektroindustrie. Die marokkanische Regierung hat einige Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen ins Leben gerufen. Vieles davon kommt an. Vieles davon ist aber leider auch gezeichnet durch hohe bürokratische und Hürden in der Verwaltung. Dies behindert die Effizienz in der Umsetzung dieser Maßnahmen. Auf der anderen Seite hat die Regierung verstanden, dass die Krise auch eine Chance sein kann. Eine Chance für weitere Investitionen in die Diversifizierung und Technisierung der Volkswirtschaft. Die Digitalisierung von Verfahren und Abläufen wird stärker vorangetrieben. Der marokkanische König hat angekündigt, einen Fonds von mehr als 10 Milliarden Euro, das entspricht mehr als 10% der Wirtschaftsleistung des Landes, zur Verfügung zu stellen zur mittel- und langfristigen Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. Von daher gehen die Unternehmen doch recht zuversichtlich jetzt in den Herbst und in den Winter. Mittel- und langfristig könnte Marokko profitieren von Unternehmen, die interessiert sind, ihre Wertschöpfungsketten weiter zu diversifizieren und die mit Marokko einen EU-nahen Standort finden, der in hoher Qualität auf europäischem Niveau in der Lage ist, die europäischen Märkte zu bedienen.